Schöner Checkpoint. Den müssen wir wohl besiegen. Was soll denn der Mist jetzt mit dem Zauber? So geht's aber auch. Ein hübsches Schwert haben wir jetzt dabei. Na, ich hab die hübsche Schwerter. Ja, das ist schon nicht schlecht. Wir müssen irgendwo mal wieder einen Händler finden. Sollen die Schwerter nicht wegwerfen, sondern das mal sie mal verkaufen. Die wir nicht brauchen. Und wir packen uns erstmal eine Kiste. Am besten mal verkauft so. Und wenn man sie in eine Kiste packt, kann man sie auch gleich verkaufen. Ich meine. Dann wird man sie nicht benutzen. Diese verdammten Geister hier. Geht sterben. Im Ernst. Ihr seid tot. Sterbt in Ruhe. Ich hab zwar tolle Schwerter, aber. Ja. Findet Ruhe. Oha. Schwere Rüstung. Ja, genau deswegen ist es schwer. Rüstung. Ah, die hat 150. 61 Rüstung. Okay, die können wir dann prinzipiell auch wegschmeißen. Eine schwere Rüstung, muss man mal verkaufen können. Ich habe keinen Platz im Inventar. Ich habe die Hosen weggeworfen. Scheint so. Das wollte ich wegschmeißen. Prinzipiell können wir das auch wegschmeißen, aber das ist die Originale. Ne, die brauchen wir noch, die Hose. Ja, was brauche ich noch, dass das Original wird? Das brauchen wir spätestens für die letzte Szene.
Oha. Das hätte man früher wissen müssen. Und jetzt Schatzkammer hier. Nur 53 Rüstung. Nicht schlecht. Sieht auch ein bisschen besser aus. Obwohl, die ist schon nicht schlecht hier. Schwere Rüstung mit 3 Slots. Gut, stecken wir die Zechenintensität hier rein. Bessere Rüstung. Das muss wieder Inventar loswerden. Ich kann mal bei dem Krempel hier was loswerden. Nur Zerplünder. Schlüssel zu dem, was gemacht. Mhm. Die behalten wir mal. Die schwere Rüstung würde ich schon gerne mitnehmen. Die kann man auf jeden Fall. Die wird einiges wert sein. Die kann man verkaufen. Oder selbst später noch mal nutzen. Wer weiß. Die Masken. Parfüm können wir wegschmeißen. Bei der nächsten Aufsammlung haben wir wieder ein. Wir müssen mal zum Markt und was verkaufen. Oh, jetzt raus. Sehr schön. Jetzt müssen wir hier hin. Hier haben wir natürlich keine Schnellreise. Schnellwanderung würde ich sagen. Einmal mit Blitze reiten, bitte. Er fällt ein. Oh, Schnellreise. Oha, eine Schnellreise. Und mir fehlt noch ein Fuchsfelsen. Da wollen wir hin. Ersparen wir uns den Ritt. Heda, Hexer, du suchst nicht zufällig Arbeit? Gerade wirklich nicht. Da hustet jemand. Oh wei. Corona. Ich werde ihn gestern statt der Fische die Du würdest einen guten Seemann abgeben. Wir haben uns in die Kotzerei umgesehen. Das bezweifle ich nicht. Ja, Geralt? Wir waren in deinem Labor. Ihr habt hoffentlich keine Unordnung gemacht. Du hast nicht erwähnt, dass du die beste Informationsquelle der NL-Elfen hinsichtlich Ciris Fähigkeiten warst. Ich habe viele Dinge nicht erwähnt. Zum Glück sind sie nicht mehr wichtig. Deine Experimente mit dem Gen, dem älteren Blut, die sind nicht wichtig? Ich habe die Studien verfolgt, um Ciri zu schützen. Um Lara Dorrans Blut zu schützen, durch wessen Adern es auch strömt. Aha. Wir haben in deinem Labor jemanden getroffen. Tatsächlich? Mhm. Eine Elfin. Sie hat behauptet, dass du Ciri hast. Wie passt das dazu, dass du sie um jeden Preis beschützen willst? Gar nicht.
Du erwartest doch nicht, dass ich dir meine Gefühle offenbare, oder? Oh, holy. Geht es Margarita besser? Ich konnte die Geweberegeneration beschleunigen. Sie fühlt sich viel besser. Wir sollten Eredin so schnell wie möglich herbringen. Sonst steht zu befürchten, dass deine Zauberinnen sich noch zerstreiten. Wie es aussieht, wird Ciri deine Hilfe bald nicht mehr brauchen. Und deine auch nicht. Stimmt. Sie wird tun, was sie will. Und ich unterstütze sie. Was ist mit dir? Bist du bereit, sie ihr eigenes Leben leben zu lassen? Ich werde sie zu nichts zwingen, wenn das deine Frage ist. Nette Welt, die ihr NL da habt. Man könnte sich glatt in sie verlieben. Sagt mir, wie macht ihr das? Ihr sitzt da und spielt Flöte, malt brünftige Einhörner in prachtvollen Landschaften, baut reich verzierte Türme und dann bringt ihr uns um, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne Schuldgefühle. Wie? Fühlt ihr Menschen euch schuldig, wenn ihr Enceide tötet? Oder Zwerge? Oder Dryaden? Wir sind gleich. Weil wir gleichermaßen fest an die Unterlegenheit anderer glauben. Aha. Erzähl mir mehr über Karantir. Kennst du ihn gut? Ihn kennen? Ich habe recht, ihn gezüchtet. Du meinst wohl aufgezogen? Nein, Geralt. Menschen ich sind habe auch ihn lange überheblich. Vor seiner Geburt geformt. Viele Jahrhunderte habe ich mich selbst als zusammengeführt, das Beste. Die Zeit und Raum beeinflussen konnten. Er ist das Ergebnis dieser Mühen. Karantir, das goldene Kind. Das goldene Kind, das zu einem Verbrecher wurde. Du hast Ciri eingesperrt, als du sie zum ersten Mal getroffen hast. Jetzt beschützt du sie und bekämpfst deinesgleichen. Ziemliche Kehrtwende. Erstens habe ich sie nicht eingesperrt. Sie hat mich gefunden. Es war ihr Schicksal. Ja, natürlich. Und zweitens... Warum hilfst du ihr? Weil sie eine Gefahr ist, eine tödliche. Du siehst in ihr einen Menschen, einen Schützling, sogar eine Tochter. Ich sehe in ihr das ältere Blut. Eine Kraft, die die Welt zerstören kann, die unter keinen Umständen in Eredins machtgierige Hände fallen darf. Unsere Motive sind verschieden, ja. Und doch verfolgen wir dasselbe Ziel. Es wäre gut, wenn du mir vertraust. Oder es zumindest versuchst. Wenn wir den Sonnenstein einsetzen, wie kommst du darauf, dass Eredin es nicht herausfindet? Ich bezweifle, dass er glaubt, die Elfen der Weißen Flotte hätten plötzlich Sehnsucht nach ihm gekriegt. Wir können das Signal ändern, das der Sonnenstein aussendet. Unwahrscheinlich, dass Eredin den Ursprung erkennt. Das ist nicht das einzige Artefakt, das diese Kraft hat. Es gibt noch mehr? Großartig. Erklärst du mir dann, warum ich wegen diesem hier ganz Skellige auf den Kopf stellen musste? Der Sonnenstein war am einfachsten zu finden, glaub mir. Aha, die anderen werden schwerer. Wir haben den Sonnenstein gefunden. Gealpans Geschenk der Weißen Flotte an Dilian. Der Legende nach hat sie den Stein nie eingesetzt. Und Gealpan starb vor Kummer. So lange lassen wir Eredin nicht warten. Ich glaube, wir sind soweit. Denk dran. Wenn wir dies tun, gibt es kein Zurück mehr. Mhm. Das heißt kein Zurück mehr. Happy End oder was? Ja. Ich bin bereit. Höchste Zeit, dass wir Segel setzen. Und Vic wartet. Na dann los. Best abgeschlossen, Vorbereitungen für die Schlacht. Jetzt geht's also auf in die große Schlacht. Ihr postiert euch auf den Klippen.
Hier, hier und... Danke. Ich glaube, wir wissen, wie man einen Kreis bildet. Sogar die, die gerade keine Augen haben. Ich will nur vermeiden... Oh, Geralt. Auf dich haben wir gewartet. Wie lieb von euch. Du wolltest deinen Plan erläutern. Er ist einfach, aber nicht unbedingt einfach umzusetzen. Ich aktiviere den Sonnenstein. Wenn Karanti auf den Ruf reagiert, müsste die Nagelfahr kurz darauf in der Bucht erscheinen. Die Loge muss verhindern, dass das Schiff in die Welt der Enelle zurückkehrt, während die kaiserliche Flotte den Fluchtweg zur See abschneidet. Und dann muss das 7. Imlak-Infanterieregiment unter Herzog Var Atre es entern. Mit deiner Hilfe. Was ist mit dir? Wo wirst du sein? Ich warte als Reserve. Wenn etwas schief geht, greife ich ein. Wie ein General, der seine Truppen vom Hügel aus kommandiert. Tutest du ins Horn oder schickst du uns Boten? Welch feine Ironie. Doch womit habe ich sie verdient? Hast du Grund, an meinen Absichten zu zweifeln? Meine Damen und Herren, bitte weniger Worte und mehr Taten. Schwestern, wir müssen auf die Klippen steigen. Viel Glück. Dem Plan fehlt ein wichtiges Element. Was ist mit Ciri? Cirael wird warten, in sicherer Entfernung von der Nagelfahr. Das wird sie nicht tun. Lass mich raten. So hattest du dir das nicht gedacht. Nein, ich wollte mit dir gehen. So hatte ich mir das gedacht. Aber das lasse ich nicht zu. Viel zu gefährlich. Ja, beides irgendwie. Du hast nicht das Recht, sie herumzukommandieren. Amüsant. Cirael hat das Gleiche gesagt, nur viel lauter. Doch, ich habe dieses Recht. Nur ich weiß, wie man den Sonnenstein aktiviert. Und ich tue es zu meinen Bedingungen oder gar nicht. Cirael hat die Stärke meines Arguments erkannt. Zweifellos wirst du das auch. Cirael, schwörst du am Ufer zu bleiben? Habe ich eine Wahl? Wir könnten wohin die gehst du? Gebrauchen. Spazieren. Oder ist das auch nicht erlaubt, weil ich mir das Bein brechen könnte? Wir könnten ihre Macht ziemlich gebrauchen. Oh ja, das ältere Blut kann feurig sein. Das hat sie von ihrem Vater. Das sehe ich anders. M hier ist Pragmatiker, Ciri Idealistin. Idealistin? Wovon sprichst du? Nicht wichtig. Wir haben wenig Zeit. Wenn du noch was erledigen musst, dir Tränke brauen oder was auch immer willst, mach es jetzt. Später wirst du nicht mehr dazu kommen. Ich warte bei den Boten und den Soldaten auf dich. Aha. Wir können wohl deine Tränke brauen. Dann war das zu recht dafür. Triss, ist alles in Ordnung? Ja, ich wollte nur kurz mit dir reden, bevor es losgeht. Kopf hoch. Die Jagd ist geschwächt. Wir haben... Nein, ich will nichts mehr vom Kampf hören. Halt mich einfach nur fest und sag etwas Nettes. Es gibt hier in der Nähe einen Leuchtturm, weißt du? Geralt, willst du etwa, dass wir... Nein, jedenfalls nicht jetzt gleich. Ich wollte nur sagen... Ich wollte das seit Novigrad sagen. Das Licht des Leuchtturms erinnert mich an dich. Und dann geht's mir gut. Unglaublich. Du hast etwas Romantisches gesagt. Du, Geralt von Riva. Das fand ich nicht gerade so romantisch, aber gut. Tja, aber bitte nicht im Kampf.
Das ist so ein bisschen verstecktes, lass uns ficken. Wollen wir ficken? Das war so ein. Das, wirklich, das ist ein Leuchtturm. Das ist wo sie das letzte Mal. Das war ein in bessere Worte verpacktes. Lass uns ficken. Das ist. Ohne Witz. Wo war das romantisch? Daran darfst du nicht denken. Und woran soll ich dann denken? M hier war Emreis. Auf Parade. Splitternackt. Ach, Geralt. Du bist ja so charmant, wenn du versuchst, lustig zu sein. Versuchst? Nimm das zurück. Das war ein guter Witz. Mhm. Natürlich. Ich liebe dich. Weißt du? Willst du, dass ich weine? Ciri würde mich das nie vergessen lassen. Nur zu. Ich dachte, wir können so ein Han Solo-Zitat hier einbauen. Ich liebe dich auch. Ich weiß. Und dieses Ich weiß-Zitat von Ich liebe dich, ich weiß. Ich will dich auch. Wir stehen hier ein bisschen. Um dann wieder zu belastet zu sein. Kriegen wir noch irgendwo was zu essen? Riesball. Wow, das kann schon. Waffenreparatur-Set, das können wir gebrauchen. Das Silberschwert zu reparieren. Ich denke, viel Vorbereitung. Aber jetzt nicht, wir sind schon ziemlich vorbereitet. Wir müssten mal gucken. Gewöhnlicher Gegenstand. Ne, lass mal. Was? Das Kriegsball können wir mal wegwerfen. Bräuchten mal ein bisschen Nahrung, das, da wäre ich interessiert dran. Apfel. Ein Apfel, na sehr toll. Ich würde mal gucken, ob ich hier mal ein bisschen meditieren wäre nicht schlecht. Ein bisschen. Da fehlen uns die Blümchen. Das können wir herstellen. Und auch nicht. Wir haben noch. Oh, wir haben 5 Überlebens. Okay, ich denke, wir sind ausgerüstet. Würde ich sagen. Auf dünnem Eis. Sprich mit Avalak, wenn du kampfbereit bist. Das tun wir am nächsten Stream. Würde ich sagen. Das tun wir beim nächsten Mal. Na toll. Gut, dass wir jetzt schon was gegessen haben. Na gut, wir werden sehen, wo wir das Zeug hingelegt haben. Okay, da kamen wir her. Ja, da waren wir gerade. Geht's rüber zum Hafen, glaube ich. Wir reden alle auf Elbisch oder welche Sprache ist das, was die da quatschen? Bist du verrückt geworden?
Okay. Dafür würde ich klauen. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Ein bisschen Brot und so ein Zeug könnte ich schon brauchen. Das ist zu viel. Besser erkennen? Nee, ich will ja nicht. Ich will ja nicht sterben. Auch wenn ich ein bisschen Essen gebrauchen könnte. Also, Geralt, bereit? Tja, kann ja nur schief gehen. Also, los geht's. Schnappen wir uns die Bastarde. Mit Vergnügen, Geralt. Mit Vergnügen. Wir haben schon mal eine Schlacht in Camorhen bestanden. Schaffen wir das jetzt auch noch? Das kann schon schief gehen. Ich gebe dir mein Herz? Was für eine Art Zauber soll das sein? Ein alter Liebesbrief, uralt. Wie gesagt, dieser Stein sollte ein Liebespaar vereinen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Eredin so etwas mal sagen würde. En verellet Cirenait. Ada eich blen Aidenei. Der Elfenstein hat funktioniert. Okay. Tja. Sie kommen. Kannst du jetzt halt da werden. Die große Schlacht beginnt. Gib dein Bestes, Geralt. Stimmen wir uns alleine um die Schlacht oder was? Die Nagelfahr muss in der Nähe sein. Wir müssen uns hoffentlich die Leute nicht alleine stellen. Ja, wir haben ein paar Nilfgaarder mit dabei. Ein paar schwarze Ritter. Also, wir sind faktisch alleine. Alles klar. Finaler Bosskampf. Stille. Es ist ganz still. Das ist eine Falle. Wir müssen fliehen. Sofort. Diesmal nicht. Nein, Cirael. Du bist nicht bereit. Du hast keine Kontrolle über deine Kräfte. Ich schaffe das schon. Ciri. Aus dem Weg. Ciri! Das Eis. Ein Zauber. Du musst den Magier finden, der ihn gewirkt hat und seinen Stab zerstören. Nicht nur seinen Stab. Das war gerade gefährlich, Humor. Das war's.
der Moment gerade. Das war gerade ruhig.